Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Da sind wir wieder hier am Gebäude, was hier entstehen soll. Und das ist, das wird frickelig, hier ein Gebäude hinzumachen. Ich überlege mir nämlich gerade, eigentlich ist der Bürgersteig ja breit genug. Ich habe schon mal einen Grundriss gemacht, ne? Ihr könnt den nicht so richtig erkennen bestimmt, ne? Das ist einmal nur der Grundriss des Gebäudes. Das Gebäude der drei, ne? Also sozusagen das Haus der drei, wo unsere drei Freunde, der Rat der drei sozusagen dann wohnen kann. Das ist einmal die Oma Luise, der Mesmesheim und der Shadow Skulls. Die haben dann hier ihr Zuhause. Und es gibt keinen direkten Weg, der hier lang führt. Da müssten wir eigentlich mal, wir müssen eigentlich hier ein Tor hinmachen, oder? Oder hier so ein kleines, ne? Zack. Denn dann können wir nämlich hier abkürzen. Können wir hier abkürzen? Hundskraber Bote, ja. Ah, heute ist Sonntag. Heute ist langer Sonntag übrigens mal wieder. Nach langer Zeit mal wieder langer Sonntag. Warum ist denn die ganze Stadt gerade hier versammelt? Gibt's Neuigkeiten? Hier ist alles noch das Alte. Hundskraber Bote, bla bla bla. Alles alt. Ach, hier Wahlen fern will. Ja, verzögert sich ein wenig die Wahl, das stimmt. Und hier, Rat der Drei, Oma Luise, Shadow Skulls und Mesmesheim. Ah, Zordan von der Hexenwacht wurde wieder im DL, 3M-Land, gesichtet. Was gibt's hier Neues? Bocksprung. Die Schafhirten ziehen in den Krieg gegen die Creeper. Ah, davon habe ich gehört. Ja, der Dunedainisch, der Bürgermeister von Bocksprung, hat den Creeper den Krieg erklärt. Und natürlich steht Hundsgrab auch mit seinem Schwert hier, ne, zur Seite, den Bocksprungern. Und vielleicht müssen wir dem mal ein paar eiserne Kerle rüberbringen, damit die mal ein bisschen besser aufpassen im Bocksprung. Dann muss ich mal mit meinem Stadtrat drüber reden. Ja, und das andere ist alles noch alt. Okay, wir wollen aber hier gar nicht hin. Denn wir wollen Steine holen und ich möchte das Ganze anlehnen an, in England gibt es so das Haus, wo die First Lady, ist das die First Lady, wo die wohnt, First Lady ist ja die Königin, ne, oder? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall an dieses Haus, Downing Street 10 ist das, glaube ich. Dort zieht ja immer die aktuelle Ministerpräsidentin oder Kanzlerin oder wie es da auch immer heißt, ein. Genau, und daran will ich mich so ein bisschen orientieren. Unsere eiserne Lady, die Oma Luise, das passt mal so gar nicht. Oma Luise ist so eine nette. Und deshalb will ich das Ganze hier aus dem, ihr wisst schon, dem Stein hier machen. Haben wir auch einiges von da. Hier geht's nicht raus, hier geht's raus. So, zack, Tür zu. Es zieht. Sagt man auch in der Lehmbrennerei. Das ist übrigens unsere Lehmbrennerei, für alle, die es noch nicht wussten. Ja, Downing Street 10 ist es, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber so dürfte die Adresse sein. Baker Street ist ja dann von Sherlock Holmes, ne? Und da ist ein Ei und das kann ich nicht aufsammeln. Hier, behalt dein Ei. Heute ist Sonntag, lange auch noch. Ja, wegen Bocksprung, da müssen wir was machen, ne? Den Creepern den Krieg erklärt. Was können wir da machen? Die Creeper unterstehen ja eigentlich keinem Kommando, also sie sind ja nicht regional irgendwo, dass man sie angreifen könnte oder sonst was, sondern tauchen ja überall auf, sprengen sich in die Luft und das war's. Das ist ein bisschen komisch hier eigentlich, dass es hier so um die Ecke rumgeht. Da müsste man, eigentlich müsste man das noch ein bisschen ändern. Aber naja, können wir alles noch machen, wir sind noch eine Weile hier, um dieses Haus hier zu bauen. Ich habe hier schon mal Material gesammelt. Ich habe hier roten Lehmstein und den hier. Die Frage ist natürlich jetzt, was wir davon nehmen. Das ist die große Frage. Ich würde erstmal sagen, wir nehmen also hier roten Sandstein. Dann habe ich einen normalen Stein mir geholt und hier diese Steine vor allen Dingen auch. Moment, die packen wir uns jetzt mal hier beiseite. Das packen wir mal hier hin. Den haben wir gerade weggekloppt. Wir haben ja Zeit heute, ne? Wir wollen uns ja nicht hetzen. Jetzt ist nämlich die Frage. Hier wäre der Eingangsbereich, ne? Hier wäre der Eingangsbereich. Ob man das gleich so macht. Oder ob man da wieder die Kanten hinsetzt. Man könnte natürlich auch sagen, man macht das so, so und setzt hier dann wieder eine Kante, weil das sind ja unterschiedliche Häuser. Man kann aber auch hier immer in die Winkel schon mal so Blöcke hinsetzen. Ich glaube, das sieht besser aus als so gerade Kanten. Mal gucken. Wir schauen mal. Gerade Kanten ist auch ein schönes Wort, ne? Ein schönes Wortspiel.
Hier innen kämen wir dann auch wieder. Also immer auf die Ecken sozusagen ein Block. Das sieht, glaube ich, besser aus. Oder wir machen es sogar... das ist ja auch so eine schöne Variante. Die, ich glaube, der Zordan hat da mal mit angefangen. Die finde ich eigentlich auch ganz nett. Ach so, nee, da hätten wir eine Doppelreihe. Nee, dafür haben wir nicht genug Platz. Das reicht nicht. Nee, komm, wir machen das mit den Kanten. Und er machte das mit den Kanten. So, okay, fangen wir mal hier an. Setzen wir mal eine Reihe rum. Wir können eigentlich auch gleich eine Doppelreihe machen. Dann geht es schneller. Propeller. So, ne? Zack. Genau. Machen wir so. Das geht schneller. Und dann bauen wir denn hier ein schönes Haus hin. Der Grundriss ist schon ganz interessant, glaube ich. Die Fenster können wir auch hinterher reinschlagen. Das ist auch eine Möglichkeit. Dass man die Fenster erst hinterher einfügt dann sozusagen. Oh, was ist das denn? Der letzte Ton hält unglaublich lange. So, machen wir einfach mal hier erstmal durchgehend und dann hinterher hauen wir die Fenster rein. Das haben wir, glaube ich, in der Variante auch noch nicht gemacht. Ich habe hier nochmal so eine kleine Nische reingebaut, damit das Ganze ein wenig, ja, nicht ganz so gerade wirkt. Na, wir haben ja gelernt jetzt in den ganzen Jahren, die wir zusammen hier Minecraften, dass diese Geschichte mit den, ja, wenn es ein bisschen verwinkelter ist, im Endeffekt dann besser aussieht, als wenn man so gerade Gebäude baut, die dann hinterher aussehen wie ein riesiger Klotz. Nö, und gerade das ist ein besonderes Gebäude, da sollen die drei, der Rat der drei, die kommen ja nicht von hier, die sind ja, leben ja nicht im 3M-Land oder in Hunsgrab, aber wenn die mal hier sind, dann können sie hier schön drinnen wohnen. Man könnte hier sagen, man macht das so, genau, zack, zack, und hier dann wieder ein hin, ne, das würde gehen. Ich habe das so gemacht, damit wir innen drinnen mehr Platz haben, ganz einfach. Steht da? Steht da, na klar. Seid ihr alte Minecraft-Experten, alte Minecraft-Profis. So. Ein Stack ist weg. Es wird wieder teuer werden. Aber naja, das kennt ihr ja schon gar nicht anders. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Hier mit dem Bau von dem Haus der drei. mal schauen. Ich habe auf jeden Fall gerade richtig Bock. Obwohl ich eigentlich gar keinen Bock haben dürfte. Warum, fragt ihr euch jetzt? Ja, es ist momentan leider so, dass irgendwie, ja, weiß ich nicht, stagniert alles ein wenig. Wir sind das hier in Hunsgrab eigentlich gewohnt, dass es immer vorangeht, dass wir gut, hier haben wir vergessen, dass wir gut vorwärts kommen, dass immer mehr Dorfbewohner dazukommen. Und dann gab es diesen Tag X, wo auf einmal ganz viele Dorfbewohner weg waren. Da haben viele gesagt, ja, da ist der Herr YouTube dran schuld. Den kenne ich persönlich jetzt nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir müssen pennen. Der ist daran schuld, der hat dir die weggenommen. Das waren Schläfer, inaktive Abonnenten, bla bla bla. Keine Ahnung, was ihr damit meint. Und ja, alles gut und schön. Die Zeit verging und es kamen auch einige wieder. Und seit einiger Zeit ist aber eine gewisse Verdrossenheit. Nennen wir es mal Verdrossenheit da. Das heißt, es werden irgendwie nicht mehr, sondern eher weniger. Das heißt, wir haben eine ganz leichten Abwärtstrend, was hier unsere Einwohner angeht. Woran es liegt, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich machen wir das alles hier schon ein bisschen lange, ne? Kann sein. Ihr müsst ja bedenken, dass ich das hier, ich bin ja irgendwie jetzt im fünften Jahr oder was Bürgermeister, ne? Glaube ich so ungefähr, kommt hin. Bürgermeister. Und das Ganze läuft schon sehr lange hier. Und irgendwie scheint es mir so, als wenn die Leute so langsam die Schnauze voll haben. Oder zumindest da auf diesen Zug nicht mehr aufspringen und denken sich wahrscheinlich, ah, hier noch so ein Typ, der irgendwas baut. Nee, wollen wir uns nicht mehr angucken. Naja, unter normalen Umständen, also wenn ich jetzt rein wirtschaftlich, ich verdiene ja kein Geld damit, deshalb ist es wirtschaftlich nicht der richtige Ausdruck. Wenn ich jetzt darauf aus wäre, hier möglichst meine Einwohnerzahl, ihr wisst, was ich meine, schnell zu vermehren, dann müsste ich eigentlich sagen, okay, ich lasse das Ganze hier sein und mache irgendwas anderes, was vielleicht mehr Leute anlockt. Aber nicht nur, dass ich total bekloppt bin, was ihr ja wisst, sondern ich mache das nicht, weil das einfach Herzblut ist hier. Das ist eine Herzblutgeschichte und damit kann ich einfach so aufhören, oder? Nee, es geht nicht. Da wärt ihr schon mal auch nicht mit zufrieden, wenn ich einfach mal sagen würde, so, das war's. Wir haben jetzt, was, keine Ahnung, hier 1300, 1400 Folgen, jetzt ist Feierabend. Nee, das machen wir nicht. Machen wir nicht, aber wie schon gesagt, normal deutet alles darauf hin, dass die Leute nicht mehr so viel Lust haben, hier in Hunsgrab zu wohnen. Egal, kann man da sagen. Egal ist es nicht, es tut schon ein bisschen weh, aber was soll's, da müssen wir mit leben. Okay, jetzt schauen wir mal.
Das wollte ich nur mal loswerden, weil das ist etwas, ich will das auch nicht völlig ignorieren. Ich will nicht so tun, als wenn alles gut wäre und alles super laufen würde und überhaupt kein Problem hier, alles gut, alles toll. Und dann auf einmal ist es dann vielleicht doch so weit und dann heißt es, warum hast du nie vorher was gesagt und das mit Recht, ne? Ja, ich hab's gesagt. Also, momentan, Leute, sieht's eher schlecht aus in Hunsgrab. Wir Hunsgrab befindet sich auf einem absteigenden Ast. Darüber wollte ich euch nur informieren. Mehr nicht. Keine Panik auf der sinkenden Titanic. Es geht weiter. Vorerst. Okay. So. Die Frage ist natürlich jetzt, man könnte ja hier den Eingangsbereich, den könnte man ja etwas flacher machen, dass man hier erstmal reinkommt. Ne? Man kommt hier rein. Guten Tag. Zum Beispiel. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Das müsste allerdings noch höher. Klar, ne? Haben wir den? Haben wir nicht. Haben wir doch. Haben wir da. So, zack, 11. Dann machen wir uns ein paar Leitern von. Viel ist das nicht. Wie schon gesagt, ich habe erstmal noch nicht groß Baumaterial angesammelt, sondern nur erstmal... Ich hatte doch schon eine Werkbank gemacht. Werkbank? Ah, da. Du stehst hier total falsch, Werkbank. Wer hat dich denn hier hingestellt? So, hinfort mit dir. So. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ja. Inventar ist noch nicht vollgemüllt, ne? Also es geht, wir haben einen recht schnellen Startschuss, dadurch, dass wir heute ja mehr Zeit haben, ne? Da haben wir uns einen kleinen Vorteil gaunert, was das hier angeht mit dem Bau von dem Gebäude. Wir können das ja direkt hier hin machen, den Aufstieg. Dann ist es auch besser. So, was brauchen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir machen noch eine Doppelreihe drauf erstmal. Eine Doppelreihe drauf, ja. Das kann nicht schaden, das kann nicht schaden. Gerade diese altehrwürdigen englischen Gebäude, Englisch, Englisch, wo ich das Ganze hier dran anlegen will, und überhaupt die Gebäude hier, die sind ja recht hoch, die sollen ja recht hohe Räume haben, so barock, oder wie sich das nennt, barocker, sowas in der Art, sollen recht hohe Räume haben, und das machen wir jetzt hier. Wir ziehen jetzt hier noch eine Doppelreihe rum. Nicht, weil ich total bekloppt bin oder total größenwahnsinnig, was die Gebäude angeht. Nein, es soll ein edles Gebäude werden. Und wenn ihr edle Gebäude baut, dann müsst ihr die... Macht sie einfach immer einen Stein höher, als ihr sie normal machen würdet. Würde ich mal sprechen. Damit ja die Räume dann hoch und schlank wirken, dann sieht das Ganze hinterher auch schön aus. Ne? Und wenn das so ein bisschen verkastelt ist, werdet ihr auch beim Einrichten später merken, habt ihr... Ja, fällt es euch leichter, einfach Einrichtungen zu finden, weil ihr da ganz andere... Räumlichkeiten habt und ganz andere Möglichkeiten habt. Das ist total cool. Glaub mal. Ich mach das schon eine Weile. Also, wir ziehen jetzt erstmal hier noch eine Doppelreihe raus. Das sind, wie schon gesagt, sehr schlanke Räume. Höher würde ich es dann allerdings nicht machen, weil dann wirkt es übertrieben. Dann sieht es so einen so aus, dann sieht es so aus oder wirkt es, wenn man drin steht, als wenn er an die Räume erdrückt, und das wollen wir auch nicht. Weil dann haben wir lauter plattgepresste, hier, ne, ihr wisst schon. Lauter plattgedrückte Ratsmitglieder. Und das gibt dann auch Beschwerden. Zu Recht. Ja, ja, mit den Creepern, da müssen wir uns was überlegen. Also Dune hat, glaube ich, offiziell aufgerufen, hat den Krieg gegen die Creeper, glaube ich, offiziell ausgerufen. Ist da schon sehr angenervt. Das hat ihm wohl einige Schafe gekostet. Und ihr wisst ja, wie diese Schafhirten sind oder die Schafherren, die Schäfherr auch genannt. Da verstehen sie keinen Spaß, wenn es an ihre Schafe geht, ne, das ist wie, als wenn, könnte man gleich an ihre Frauen rangehen, das ist ähnlich, Dune weiß, was ich meine, wahrscheinlich, oder auch nicht. Ja, also da müssen wir uns echt Kopfgedanken machen, wie wir den da unterstützen können. Ich könnte natürlich erstmal meinen wissenschaftlichen Fachleuten sagen, also meinen Gelehrten sozusagen sagen, hier kümmert euch da mal rum, klärt mal, warum das mit den Creeper momentan, oder was die Creeper überhaupt sind, woher die kommen und ob man den irgendwie den Gar ausmachen kann. Da sind sie gut drin, meine Gelehrten, sowas rauszufinden. Was wir uns auch noch überlegen müssen, wo wer hinkommt hier, das ist auch gar nicht so unwichtig. Also wo wer von den 3M-Ländern dann einzieht, vielleicht lassen wir sie das selber entscheiden. Im Grunde müsste Oma Luise ja wieder in die Mitte, ne? Kennst du ja, Luise? Also zwischen deinen beiden männlichen Kollegen haben wir dich ja auch gesetzt, ne? Weißt du ja. Und da müsstest du ja auch wieder hin, eigentlich. Aber naja, bei mir kann jeder machen, was er will. Also, da müssen wir uns mal überlegen.
Ihr wohnt dann auf jeden Fall auf der teuersten Straße in Hunsgrab, der Kronhauptallee, die mit diesem Gebäude natürlich noch ein wenig Prunk dazu bekommt. Dadurch, dass dann hier die sehr hohen Persönlichkeiten des aus dem Volke sozusagen leben. Und das Volk ist uns ja immer am allerwichtigsten, das wisst ihr ja. So, jetzt ziehen wir hier oben eine Kante drauf. Zack, zack. Schöne Kante drauf. Und dann haben wir schon mal den unteren Gebäudebereich abgegrenzt. Dann können wir schon mal die Raumaufteilung so ein bisschen machen. Ach, wunderbar. Ist es nicht wunderbar? Innen drin kommen natürlich andere Wände hin. Also, ach ja. Ist natürlich ganz schön deprimierend, hier solche Wände zu haben, oder? Innen auch im Haus. Also außen sieht es ja schick aus, aber innen, ui. Naja, schauen wir mal. Ich habe ja schon so ein paar kleine Pläne. Ist ja wichtig, dass sich hier wohlfühlen auch. Sie werden ja nicht lange hier wohnen. Das ist immer nur für ein paar Tage. Da sollte also ein kleines Büro rein. Und eine kleine Schreibstube, wo sie dann auch zum Beispiel von den Bürgern hier aus Dreihundsgrab, wo sie da sozusagen, die dann zu ihnen kommen können, weil sie vertreten ja sozusagen die Bürgerschaft. Die, der Rat der Drei ist ja, der Rat der Drei ist ja dafür da, die Bürger zu vertreten. Also die Community, also dich, also euch, also dich, 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 ja genau dich, der du gerade da sitzt und zuguckst. Dich zum Beispiel auch, dich zu vertreten. Nicht, es hat nichts mit Beine vertreten zu tun oder so. Auf gar keinen Fall. So, wir machen nochmal ein paar Stickies für, na, wisst ihr's? Leitern. Das sind sehr teure Leitern, die sind aus Schwarzeiche, das geht auf keine Kuhhaut. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir den Fußboden machen. Ich würde da schon ganz gern bei Rot bleiben. Ich habe da schon eine Idee. Ich habe da schon einen Plan. Und ihr wisst ja, ein Plan ist ein Plan. Ist auch heute wieder immer noch ein Plan. So, und ich habe jetzt eine schöne Leiter gebaut. Und mir keine... Autsch. Die mir gerade nichts gebracht hat. So, zack. Wieder was. Da seht ihr mal, was hier am Baustoff drauf geht, ne? Unglaublich. Oh Gott. Die werden mich doch wieder killen. Von der Staatskasse, ne? Hier die Nordlandbank. Die Hunsgraber Nordland, die Hunsgraber, wie heißt der eigentlich nochmal? Hunsgraber Bank, die von der Bank, die werden mich killen. Die werden sagen, ey, deine Staatskasse, ne? Mehr Kredit geht aber jetzt nicht. Mehr gibt's nicht. Irgendwann sagen die das. Aber naja, ich mache das meiste ja in Eigenarbeit. Ist ja, naja. Stein abbauen und sowas, ne? Das ist alles Eigenarbeit. So, okay, passt mal auf, Freunde. Jetzt haben wir die Grundmauer schon mal gesetzt. Autsch, hat gar nicht wehgetan. Jetzt ziehen wir hier mal das Ding hier rüber, damit wir die einzelnen Gebäude abgrenzen können. Ne? Das sind dann hier die einzelnen Gebäude. Das mittlere ist sehr schmal, aber dafür sehr hoch. Ist ja auch nur, wie schon gesagt, da sollen sie auch nur schlafen. Essen können sie natürlich dann auch nebenan im Haus der Auswanderer. Nein, natürlich nicht. So, ach Quatsch. Es wird schon wieder dunkel, ne? Aber wir haben ja Zeit heute. Wir haben ja Zeit. Ist ja langer Sonntag. Ja, jeder andere würde jetzt vielleicht sagen, jetzt kommen ja jetzt mal nur noch ganz kurze Folgen. Dann mache ich irgendwann überhaupt keine Folgen mehr. Wenn die Leute kein Interesse mehr dran haben. Naja, aber so sind wir nicht. Sind wir auf keinen Fall. Wir machen hier volles Brett weiter. Brett Pit auch genannt. Vorne werde ich Stein reinlegen. Wegen dreckige Füße nicht. Die Füße stecken ja in den Schuhen und die bleiben ja dann auch sauber, wisst ihr ja. Ja, Freunde, also hier haben wir den Eingangsbereich. Hier kommt man dann so rein. Ich würde sagen, wir machen hier den hier und da machen wir den hier, ne? Ist ein schönes Lied gerade, ne? Ist gerade ein schönes Lied. Ja, woran es liegt, was? Woran es liegt? Keine Ahnung, woran es liegt. Wenn ihr das gerade mal fragt. Und warum ist das hier asymmetrisch? Ist das? Hier sind zwei. Ach so, das ist auf beiden Seiten gleich. Okay, alles klar. Hä? Ja, wahrscheinlich ist das so. Oder ist es vielleicht da? Wir machen das einfach so jetzt. Zack, 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 zack. Dann gehen wir einmal rüber, aber das ist nicht die Mitte, ne? Es gibt keine Mitte bei dem Abteil hier. Ah, natürlich gibt es eine Mitte. Ich glaube, es könnte sein, dass ich hier einen Fehler drin habe, oder? Weil hier sind es nämlich zwei, die hier rausgehen. Und dann kommt der Träger.
Und hier ist es nur einer und dann kommt der Träger. Das ist ja total falsch. Das müssen wir noch abreißen. Das geht nicht, da kriege ich Ärger. Oh wei, das entspricht dann nicht den angereichten Bauplänen. Und dann, was ist dann? Ja, dann gucken wir blöd. Die nochmal weg. Zack. Alles einsammeln natürlich nicht vergessen. Dann gucken wir blöde. Und das können wir besonders gut, das wisst ihr ja. Ja, aber vielleicht, man weiß es ja nicht. Wenn ich wirklich merken sollte, dass überhaupt keiner mehr Interesse dran hat, an der ganzen Geschichte, dann würde ich mir natürlich wirklich mal Gedanken machen, das Ganze dann eventuell, ihr wisst schon, also nie, ihr wisst schon. Also dann zu sagen, na gut, dann machen wir halt irgendwas anderes und das hier mache ich natürlich immer noch weiter, also auf dem Server und so, das läuft natürlich immer noch weiter, aber dann halt ohne euch. Ich nerv euch dann also auch nicht mehr und so. Sondern mache irgendeinen anderen Käse und wenn er das nicht gucken wollt, dann mache ich gar nichts mehr oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Frag mich doch nicht in so einer Situation, wie es weitergehen soll. Ich frage mich ja selber. Und ich habe das jetzt schon eine ganze Weile jetzt so mehr oder weniger gesagt, okay, dann ist das halt so. Aber das ist natürlich der falsche Weg. Einfach zu sagen, dann ist das halt so, ist immer der falsche Weg. Sondern man sollte sich dann schon Gedanken machen, wie das Ganze dann weitergehen soll. Denke ich doch mal, oder? Wie seht ihr das? Guck mal, jetzt passt es auch. Mit dem Nachbarn. Naja, aber ich weiß ja, dass es sehr viele treue Zuschauer gibt, die immer noch jeden Tag die Folge gucken. Unabhängig davon, von gewissen Sachen. Na, so, guck mal, jetzt Oma Luisa auch eine größere Wohnung. Das ist doch viel besser. So ist das doch auch gleichmäßig aufgeteilt. Ja. Also ich gebe den ganzen, am Ende der Folge gebe ich den ganzen eine Nummer und dann können die Leute reinschreiben. Da streiten die sich, das will ich nicht. Hier muss man eine andere Wand reinmachen, oder? Passt mal auf. Ja, das hier machen wir eine andere Wand rein. Hier machen wir eine andere Wand rein. Das gefällt mir nämlich so nicht. Das lassen wir erst nochmal so. Genau. Und hier vorne kämen wir nämlich dann sozusagen kämen Stufen hin. Das heißt, nee, hier käme dann so ein Ding hin. Zack. Das heißt, hier würde man reinkommen. Und da wäre dann eine Stufe und da wird es dann wirklich reingehen. Das heißt, hier vorne ist die Haustür. Dann kann das hier weg. Ich nehme das jetzt mal nicht mit der Schaufel weg, sondern hier mit einem Stein. Oh, ich war wieder zu weit weg vom Mikro. Verdammt. Ich muss das Mikro mal anders einstellen. Ich glaube, dann leidet der Sound dann doch schon ganz schön runter. Okay, pass mal auf. Wir holen uns jetzt mal Stein. Das ist aber ein langes Lied, ne? Kann das sein, dass es ein sehr langes Lied ist? Okay, wir machen ein paar Stufen. So sehen die aus. Zack, 4 wären das dann. Dann wären es 8. Wir brauchen noch ein paar mehr. So, 12, genau. 12 Stufen. Und unten müssten wir eigentlich dann noch Bruchstein reinlegen. Ja, komm, Bruchstein reicht aus. Für den ist ja nur der Flur, der Eingangsbereich. Das sieht, glaube ich, dann ganz cool aus. Ich weiß, ich werde hier nicht fuschen. Keine Panik auf der sinkenden Titanic. Also hier wird nicht gefuscht oder sonst was. So, in der Mitte hatte ich schon mal angefangen, ne? Genau, hier in der Mitte. Zack, 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 zack. Hier kommen dann Treppen hin. Und hier kommt nämlich jetzt noch dann Folgendes hin. Hier kommt ein Ding rüber. Wir machen uns schon wieder voll die dunklen Ecken hier. Ich weiß schon, was gleich wieder passiert. Gleich kommen die Herren Creeper und werden versuchen, uns hier den Kopf wegzusprengen. Aber nicht mit uns. Denn wir haben denen ja auch irgendwo ein bisschen den Krieg erklärt. Und hier kommen wir nämlich dann, seht ihr, dann kommt man hier rein, in diesen kleinen Vorraum. Da ist dann keine Tür mehr höchstwahrscheinlich. Aber hier kommt eine Tür rein. Hier kommen auf jeden Fall Türen rein. Genau. So, zack. Und hier kommt Holz rein. Hier kommt Holz rein. Und wie machen wir die Innenwände? Ach komm, machen wir die auch, oder? Wollen wir die aus glatten Sand, aus Sandstein machen? Können wir auch machen, wenn ihr das so wollt. Okay, machen wir das so. Wir haben ja so viel Sandstein extra besorgt, ne? Hier. Und wenn ich den jetzt so nehme, wenn ich es so tue, kriegt er glatten Sandstein raus, ne? Genau. So war der Trick. Ein bisschen was wegkrusten, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, zack, machen wir uns noch gleich 2 davon. Obwohl ich glaube nicht, dass wir bei einer Wand
Da wird ein Stack nicht reichen. Da wird ein Stack nicht reichen. Ah, wir haben ja vier. Okay, dann kommt es vielleicht hin. Dann kommt es vielleicht hin. Ich finde diese Gebäude mit dem, na, mit dem Lehmziegelstein finde ich immer total cool. Die gefallen mir immer sehr, sehr gut. Aber innen drinnen können wir schon mal eine schöne mediterrane Wand hinzimmern, hier aus rotem Lehm. So, das trennt natürlich dann die einzelnen Gebäude. Erstmal, also die einzelnen Räume, aber da wird auch noch eine Tür reinkommen wahrscheinlich. Wir könnten hier auch Bücherregale reinsetzen. Da hätten alle was von. Ah nein, zu viel Bücherregale, wird's ja wahnsinnig. Überleg mal, eure ganzen Wände würden nur aus Bücherregalen bestehen. Da kenne ich jetzt jemanden, der sich darüber sehr freuen würde. Wir brauchen ja nur zwei Wände. Wir brauchen nur zwei Wände. Also kommen wir doch locker hin mit den Stacks. Was rede ich denn, So, mal eine ganz andere Wand. Schaut mal. Sieht ein bisschen aus wie so Tapete. Naja. Okay, so, der Raum wird übrigens noch ein flacher, also keine Panik. Der Raum wird schon noch, oh, ja, danke Inventory Freak für diesen, nachgereichten Klotz. Das Lied, das ist ja endlos, wie lang ist das denn? 17 Minuten! Das Lied ist 17 Minuten lang, wer hat das denn in, Kevin MacLeod? Wie bist du darauf gekommen, ein 17 Minuten Lied zu machen? Oh. Ja. Das ist ganz ordentlich. Da kriegt man eine Depression. Alter Schwede. Bei so einem Zimmer? Nee, das kann man so nicht machen. Hui, da kriegst du ja Beklemmung. Passt mal auf, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Und ihr wisst ja, eine gute Idee ist eine gute Idee ist eine gute Idee. Wir machen das folgendermaßen. Wir werden hier mal hier vorne so einen Raum hinmachen. Ich lege da jetzt mal Parkett rein. Hier erstmal Schwarzeiche. Schwarzeiche außen. Schwarzeiche außen. Zack, 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 zack. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da haben wir hier so einen kleinen Raum, ne? Richtig? Genau. Dann können wir hier in die Ecke nochmal so zeigen. Na, der. Nee. Ach ja, so, das ist schon mal nicht schlecht. So, und innen drin kommt Roteiche rein. Ich meine Tropenholz. Wo kriegen wir jetzt Tropenholz her? Ach du Schreck. Sagte der Mann und starrte auf einem Dschungel. Geht's hier irgendwo hoch? Können wir hier irgendwo hoch? Tropenholz. Geht's hier irgendwie raus? Zack, zack. Hier geht's auf jeden Fall auf die Stadtmauer drauf. Die ist ja nicht hoch, oder? Naja, kaum. Hui, was denn da? Hat jemand ausgelöst hier? Die Falle. So, abgelöst, ausgelöst. Hä? Jetzt ist er aus. Können wir irgendwo runterspringen, wo wir uns nicht die Knochen brechen? Da hinten. Ich will nur Tropenholz holen. Was denn? Und einen Schluck trinken will ich auch unbedingt. Ich habe mir schon wieder einen ganz trockenen Hals. Hört mal. Habt ihr gehört? Hm. Ich glaube, wir haben kein Bett dabei. Und es wird dunkel. Und ich will von der Stadtmauer springen. Was ist eigentlich los mit mir? Dachte sich der Mann. Hier. Plinsch. Ja, es ist geheim, ne? Hier kann man gut von der Stadtmauer springen. Das, die Wachen nutzen das gerne mal. Ach ja, guck mal, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir nämlich schon fast wieder im Moor, in Moorbrück. Und da haben wir ja Tropenholz. Aber wir gehen natürlich in den Wald und fällen uns unser eigenes. Hahaha. Wo geht's denn hier rein? Hallo? Haben wir hier vielleicht noch irgendwo Tropenholz rumoxidieren? Nö. Alles leer. Alles leer geräubert hier die Hütte vor uns Grab. Ist aber richtig so. Gute Nacht. Oh, Gott sei Dank. Schluck trinken. Ach ja, so kommt eins zum anderen, sagte der Mann. Ach ja, guck mal hier. Seerosen. Und hier hätte mal mein Gepäck ein wenig erleichtern können. Und essen muss ich auch was, sonst werde ich auch sterben. Hier geht's nicht unter durch.
durch die Bäume. Das ist extra hier abgesichert, damit hier keiner über die Gleise rennen kann. Achtung, nicht über die Gleise rennen. Sind wir überhaupt alleine, sagt mal? Moment. Jo, keiner da. Keiner da im Starte 3M-Land. Hier ist noch ganz schön viel wildes Land so, ne, vor uns Grab. Hier war wahrscheinlich mal eine Mine. Und wenn es eine Hermine ist. Und hier ist der Dschungel. Der ewige Dschungel. Und da hinten ist schon das Moor. Da hinten ist schon Moorbrück. Da dürfen wir nicht so nah ran, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hui. Das war Moorbrück, nicht zu nah kommen. Okay, hier können wir hoch. Den könnten wir wegballern hier, den riesen Monstertropenbaum. Müssen wir nur wieder anpflanzen, sonst gibt's Ärger mit, keine Ahnung. Fichti wird dann nichts sagen. Fichti wird dann... Ah, Moment, wir müssen nochmal runter. Ganz kurz. Weil ich habe auch keine Leitern. Ja, drei Stück, was sind drei Leitern? Gar nichts. Eine Schere, ich brauche eine Schere. Ja, ich weiß, wir haben schon einige Scheren gebaut. Aber was schert euch das? So, die noch... Und die noch? Und die noch? Und die noch? Ach, die sind hier festgeklebt. Ah, ja, gut, wenn sie nicht in der Luft hängen, kann man die auch so abbauen. Da oben komme ich noch ran. So, zack. Sagt er vielleicht, oh nein, die ganzen schönen Lianen. Aber keine Panik. Was denn, Schweini? Willst du ein Rennschwein werden? Der Pferderennschwein, der Schwein... Moment. So. Jetzt wieder hoch. Der Schweinerennsport ist momentan ein wenig in Verruf geraten. Denn es wurde festgestellt, dass Schweine die langsamsten Tiere aller Zeiten sind. Da. Und weiter hoch. So. Werdet ihr wahnsinnig, wenn ich das so mache? Nein, ne? Alles gut. Tata, auf dem Dach der Welt. Wir sind auf dem Dach der Welt. Und hier hacken wir uns jetzt wieder runter. Vom Dach der Welt. Dann haben wir genug Fichten, Tropenholz. Und ich hoffe, es fallen ein paar Setzlinge für uns ab. Man kann sich hier genau in die Mitte stellen und dann braucht man immer nur im Kreis drehen. Das heißt, man muss natürlich auch genau in der Mitte stehen. Das ist wichtig. Ja, jetzt stehen wir genau in der Mitte. Alles ist gut. Kann man nämlich hier schön so, zack, zack, zack. Die muss man natürlich auch wegnehmen, weil sonst könnte es sein, dass dieser Baum nicht despawnt. Das sieht aber gut aus. Sieht sehr gut aus. So, hinfort mit dir. Ja, ich pflanze ihn wieder an. Keine Panik auf der Titanic. Und diese ganzen Setzlinge werden auch runterfallen. Die brauchen wir jetzt nicht extra runternehmen. Die werden auch alle runterfallen. Jetzt braucht man sich eigentlich immer nur im Kreis drehen. Gerade wenn man so eine tolle Axt hat wie ich. Mein Gott, 5 Jahre und ich kann es immer noch nicht. Was soll das? Ich verwechsel es immer noch. Unglaublich. So, der Baum wird despawnen, oder? Ja, da oben. Habt ihr gesehen? Ich hab's auch gesehen. Und da war, glaube ich, schon ein Setzling. Creeper! Wir haben Krieg gegen euch! Mistfink! Der hat das schon gehört, dass wir den Krieg erklärt haben. Alter Schwede. Lass das Schwein in Ruhe! Ja, du. Genau du. Moment mal. Lass das Schwein in Ruhe. Ja, genau, greif es an. Greif ihn an, den Wiederporst. So. Hopp. Bäm. Mistfink. Nichts passiert. Ich lebe noch. Aber der Creeper ist tot. Habt ihr das gesehen? Der Krieg ist tatsächlich eröffnet von den Creepern anscheinend. Die haben anscheinend die Nase voll von uns. Das Schwein hat aber nicht getötet. Das ist sehr nett von Herrn Creepermann. Aber die haben uns den Krieg erklärt. Das kann man so mal festhalten. Okay. So. Die haben uns echt den Krieg erklärt, die Creeper-Viecher. So, was packen wir dafür weg? Keine Ahnung, hier. Dich hier. So, 2 Setzlinge. Wir brauchen nochmal mindestens, ja, wenn nicht sogar noch mehr. Das sind noch alles Fichti-Setzlinge. Da ist noch einer. Okay, wie viel haben wir jetzt? 3, 4. Okay. Und wir setzen hier den Baum hin. Hier war er nämlich auch, oder? Hier so ungefähr. Hier. Da war er, ne? Dann. Weg mit dir. Elender Grasklotz. Alter, das wieder aufgesammelt. Okay.
Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend, ja. Sollten wir. Okay, alles klar. Auf nach Hause. Wo geht's nach Hause? Da hinten ist das Tor. Gott sei Dank. Man sieht's auch von hier. Also, die Creeper haben auch uns gerade den Krieg erklärt. Die verdammten Mistkrücken. Hier steht ein Bett. Was soll das hier? Warum steht hier ein Bett? Und warum liegt hier Stroh? So. Diese verdammten Creeper, ne? Haben uns den Krieg erklärt. Das haben sie jetzt davon. Da, da. Und ich kann das Lied weiterdrücken. Ach, Gott sei Dank. Ach, ja, viel besser. Viel ruhiger, viel leiser. So, okay. Wieder zurück zur Baustelle. Oh, wei. Ah, nein, nicht auf die Gleise. Hat meine Mutter schon immer gesagt. Junge, nicht auf den Gleisen spielen. Nicht die Gleise spülen. Und dabei wollte ich die gar nicht waschen. Okay, Freunde. Wir machen uns wieder auf zu unserer Baustelle. Wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Das täuscht. Es täuscht gewaltig. Man kann auch hier oben lang gehen übrigens. Ah, hier. Ohne euch bin ich nur die Hälfte wert. Yeah, da steht's. Und es ist doch so. Okay, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, was für eine Skulptur der neue Bürgermeister dann hier aufstellt. So, okay, alles klar. Da sind wir wieder an der besagten Straße. Und jetzt können wir nämlich sagen, wir nehmen hier die 32, machen da Tropenholz von und legen das hier rein. Nur deshalb habe ich das jetzt gemacht. Bin ich nicht wahnsinnig? Haha. Hoho. Hihi. Auf jeden Fall. So, und dann kommt hier nämlich das schöne, teure Tropenholz rein verlegt, vertan. Und man könnte jetzt auch hier nochmal so als kleinen Akzent in die Mitte so ein. Zack. Guck mal, ist das nicht edel? Ich hoffe, das ist edel. Ich hoffe, ihr findet das auch als edel. So, und dann kommt hier eine Wand rein. Passt mal auf, hier kommt eine Quatsch, Blödsinn, obwohl, können wir machen. Können wir theoretisch und auch praktisch machen. Denn es wird nie wieder einer sehen. Das hier, ne, ihr wisst schon. So, denn hier kommt dann das Zeug rein. Zack, 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 zack. Aber ist das nicht ein bisschen klein? Ah, also, puh. Ich hätte eigentlich den hinteren Raum gern noch ein bisschen... Ja, der Raum ist schon schön hier. Wenn dann hier eine Treppe hochgeht... Warte, ich mach das mal eben. Also hier würde dann eine Treppe hochgehen. Die würde ja hier irgendwo rauskommen. Weil hier hinten wäre dann das große Beratungszimmer der drei, ne? Also so ein Gemeinschaftsbüro sozusagen. Wir können das ja mal zusammen schon mal mit Boden ausstatten. Wie groß wird das dann? Gucken wir mal. Ja, dann in die Mitte muss natürlich dann was anderes rein. Ich weiß. So. Ups, hat er mir einen falschen Stack nachgereicht. Kann passieren. Du bist entlassen. Kann aber passieren. So. Jo. Guck mal. Und dann können wir doch hier das normale Holz reinzimmern. Also hier das Tropenholz. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, ne? Zum Bleistift. Die Frage ist dann nur... Ja, warte mal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir, glaube ich, gebrezelt. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich gerade überlege. Man könnte dann hier nochmal so einen Tropenholzblock reinsetzen. So, zack. Das hieß ja, hier kommt eine Mauer hin. Die Schere brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wieder meine Schere umsonst gemacht. Arg. So, na, ist klar. Da, hier käme das Gleiche. Das können wir schon mal ausfräsen. So. Ups, ein zu viel geschlagen. Naja, macht nichts. Denn das kommt sowieso alles weg hier. Oh, lassen die sich gut abbauen. Yeah, ich liebe diese Steine. Ich sollte viel mehr damit bauen. Vor allen Dingen für Grundrisse, die man hinterher wieder abreißen will. Wenn sie eigentlich gefallen, ist das sehr geeignet, glaube ich. Gut, ich kann das jetzt alles nicht mehr aufnehmen, aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, ne? Zack, zack, zack. Zack, zack, zarab, zurup. So, genau. Also wäre es hier genau das gleiche. Wir ziehen das hier durch. Hier wäre der Vorraum. Der ist sogar recht groß und geräumig hier bei den Herren. Warum können wir das jetzt nicht einsammeln? Weil ich hier noch 6 Sand habe. Okay, das ist nicht so schlimm. So, und hier... würden wir dann höchstwahrscheinlich auch so ein Ding reinziehen.
damit das noch ein bisschen unterteilter wird. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Frauen haben lange Beine, genau. Hier machen wir das so. Zack, 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 zack. Ja, wunderbar. Wir müssen einmal pennen. Ich muss hier raus. Achtung Polizei, ich muss hier raus. Gute Nacht. Das war jetzt wichtiger, weil wir befinden uns im Krieg mit den Creepern. Ah, nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich sehe nur so aus. Wir gehen hier wieder rein. Ist auch kürzer, ne? Auch in Zukunft ist es dann auch kürzer. So, was brauchen wir hier noch? Die Dinger. Ich glaube, wir schaffen ganz schön was, ne? Hier für diese kurze Zeitspanne. Tun wir ganz schön was schaffen tun. Man kann, könnte natürlich auch sagen, man macht das hier durchgängig. Vielleicht, mal sehen. Oder man macht hier halt immer so Bögen hin. Zack, 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 zack. Ja, das ist eine tolle Blödecke hier, oder? Pass auf, hier machen wir das anders. Hier machen wir das anders. Und zwar machen wir es hier ganz anders. Holz wieder weg. Ja, es ist halt manchmal so, dass man das hinterher wieder abreißen muss, was man gerade gebaut hat. Auch wenn es traurig ist. So, das kommt wieder weg. Alles weg, alles weg. Das kommt auch weg hier. Weil das ja ein großer Raum wird hier, ne? Zum Beispiel. Also, oder man macht, ja doch, ein großer Raum. Mit drei Zugängen. So, passt mal auf. Dann reißen wir dieses ganze Holz hier auch wieder raus. Ja, machen wir, genau. Ja, ich um meine Fußböden. Ich um meine Fußböden, ich weiß. Ist manchmal ein bisschen anstrengend mit mir. Aber so ist das nun mal. So, alles wieder weg. Zack, zack, zack. Und ihr werdet auch gleich sehen, was ihr davon habt und warum ich das mache. Wir machen nämlich jetzt hier. So schnell kann das nicht despawnen. Dann machen wir den hier. Und dann machen wir nämlich hier den hier. Querstreifen. Ah, Längsstreifen machen wir aber, ne? Wir machen Längsstreifen. Vielleicht geht sich das sogar aus. Mal sehen. Längsstreifen ist, glaube ich, besser als... Weil so wird der Raum dann noch länger. Wenn wir die Streifen jetzt aber so machen. So. Zack. Und dann hier, ne? Zack. Dann wäre ja hier, das kommt wieder weg. So und so. So, zwei Farbenpaket nennt sich das Ganze auch. So, so. Und dann wirkt der Raum im Endeffekt dann breiter, als er ist eigentlich. Zack. Dann hier wieder Trope. Hier wieder. So, ne? Dann Trope. Dann wieder Schwarzeiche. Dann wieder Trope. Naja, es ist jetzt ein bisschen anstrengend gerade, aber... es ist ja nur einmal, dass wir hier Holz reinlegen. So, hinterher ist das dann alles eine gerade Fläche. Alles wird gut. So, so, so. Und so, so, so. Und hier kommt natürlich eine Wand rein. Ganz klarer Fall. Haben wir hier. Wände haben wir hier. Wände in der Wandabteilung, bitte. So, zack. Zack. Kommt hier eine Wand reingedengelt. Das ist keine Wand. Das ist gar keine Wand. Das war ja eigentlich... Das ist eine Wand. Das ist aber eine Wand. So. Zack. Und dann noch einmal rum. Schnellhausbauweise. Ja, hier kann auch eine Doppeltür rein. Vielleicht. Oder man macht die Tür dann halt hier so hin. Irgendwo. Zum Beispiel hier. Quatsch. So. Oh ja. Zwei mit einem Streich weggeschlagen. Habt ihr das gesehen? Könnt ihr das auch? Ja, hier wäre das Ganze ja dann wieder folgendermaßen. Wir machen das hier so. Ziehen hier einmal dieses Gedöns rum. Weil das ja der Innenraum ist. Da noch. Und da und da. Ja, so schaffen wir richtig was, wenn wir so weitermachen. Reich mir ein Stack nach. Wie kann's mir da? Muss doch, doch da, ist doch. Hat er keine Lust gehabt wieder mal, ne? Der kleine Kerl aus Italien. So, zack. Ey, Minecraft rennt momentan bei mir, das ist der Hammer. Also, da gibt es kaum mal ein Zedern oder ein Zaudern oder sonst was.
Das ist echt, das macht so einen Spaß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man kann hier auch eine Doppeltür reinmachen. Könnte man jetzt auch, zum Beispiel. Und dann hier einfach so anschließen. Haben wir kein Schwarzeiche mehr? Oh, das könnte eng werden. Das könnte eng werden mit Schwarzeiche. So, ne? Boah, das sieht dämlich aus. Da machen wir doch nur eine Einzeltür hin, wahrscheinlich. Ja, okay. Hier könnte dann, ne? Derjenige, der hier gerade wohnt, könnte dann hier in den Hauptversammlungsraum gehen, der hier ist. So, hier machen wir jetzt einfach weiter. Hier liegt auch noch ordentlich Schwarzeiche rum. Das ist ja gerade mal ganz fantastisch. Fantastisch. So, da kommen dann Bücherregale hin. Oh, das war falsch. Das war ja total falsch. So, wieder weg mit euch. Ist mir der Finger abgerutscht, sozusagen. Zack. Dann wieder Schwarzeiche. Und, nein, nein, nein. Und wieder Trope. Zack. Ich hoffe, wir kommen hin mit dem, was wir da mitgenommen haben an Holz. Sollte aber eigentlich reichen. Baker Street war die mit dem Sherlock Holmes. Ich hab's doch vorhin gesagt, ne? Wie die Straße heißt. Ja, dann könnt ihr euch das ja angucken, dann wisst ihr, wie sie heißt. Okay, hier kommt auch noch, das hin, ne? Downing Street, ne? Downing Street 10. Und das ist ja hier unsere Kronhauptallee. 10A, 10B und 10D. A, B und C. Downing Street, Kronhauptallee, 10A, B und C. Guck mal, das ist dann hier der Gesamtkonferenzraum sozusagen. Das heißt, das ergibt folgenden Sinn. Nämlich, dass jeder einen eigenen Zugang hat zu dem Kronhauptallee-Haus, zum Haus der 3M sozusagen. Aber, wollen wir hier dann noch? Ich überlege gerade. Das sieht ein bisschen panne aus hier, ne? Das können wir aber auch ganz einfach mal, oh, das war ein bisschen viel. Ups, weil eben hier Loch in die Wand gerissen, kommen die Mäuse rein, verdammt. Das können wir auch ganz einfach umgehen, indem wir das hier auch nochmal so zusetzen. Zusätzlich. Ja, also das wirkt ein bisschen breiter hier. Hier machen wir dann auch den hier. Ups. So, und dann hier rüber. Zack. Und zarab. Ja, das kann man schon so machen. Dann haben wir nämlich ein großes Beratungszimmer für die drei. Weil natürlich müssen sie auch selbst leben. Also sie müssen auch ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Das wollte ich damit sagen. So, okay, passt mal auf. Und hier kommt jetzt Stein rein. Schreinstein. So, zack, zack, zack. Das ist ja die Innenwand hier, ne? Genau, habt ihr recht. Jetzt kommt hier auch noch schnell mal eben der Fußbodenbelag rein. Und dann kommt nämlich da außen, kommt Treppen in den oberen Bereich. Und da hat dann jeder seinen eigenen Bereich, sozusagen. Da ist dann jeder für sich. So, und zack. Ja, kann man so machen. Kann man so machen. Hier kommen jetzt nochmal schön die Dinger verlegt. Tropenholz. Das war falsch, Inventory Freak. Das war total falsch, was du gemacht hast. Aber ich sehe schon, warum. Du hast keine mehr da, ne? Tja, das kann natürlich passieren. Darf aber nicht passieren. Entlassen. Zack, ab nach Italien. Zurück mit dir. Nein, so bin ich ja nicht, ne? Das sieht blöd aus. Naja, es geht. Das wird hinterher alles noch anders eingerichtet. Hier ist dann der Raum, wo dann die großen Sitzungen und so stattfinden. Wichtig ist, dass hier wahrscheinlich keine Türen drin sind, oder? Und Fenster nur da oben, dass die sich hier geheim unterhalten können. Hier kommen Bücherregale hin, ganz viele. Total cool. Und hier kommt nämlich dann eine Treppe hoch. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier, dieser Raum. Aber dafür kriegt er hier auch eine schöne Leseecke hin und so. Und hier kommen jetzt die Treppen hoch. In die oberen Gemächer sozusagen. Ich deute mal so eine an. Aber wir sind ja schon fast wieder durch. Obwohl wir langen Sonntag haben. Obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber naja, was soll's. Quatsch. So war richtig. Ja, hier kommen dann Stufen hoch. Man könnte die auch aus Holz machen. Überlege ich mir gerade. Weil das schicker ist, ne?
Dann müssen wir aber extra nochmal an die Werke. Ach ja, hier. An die Werkebanke. So, zack. So macht man Stufen. Wir brauchen eh noch ein paar mehr. Okay, warte, ich pack mal ein bisschen Krams wieder zurück in die Kiste. Bitte einmal sortieren. Hier sortiert man mit R. Hier sortiert man, indem man hier auf die Tasten drauf drückt. So zum Beispiel. Alles klar, wieder alles schön schick sortiert. So, hier haben wir dann diese Durchgänge, genau. Und hier könnten wir einen Weg nach oben gestalten. Indem wir das so machen, dass wir sagen so, dann so, so, so und vielleicht noch so. Ah, da ist doch Platz genug, genau. Die Treppe ruhig drei breit oder wie breit machen wir die? So und so. Jetzt könnte man das hier natürlich so ein bisschen zusetzen. Und dann würde der hier in sein oberes Gemach kommen. Genau. Sehr schön. Müsste ja eigentlich funktionieren, ne? So von der Höhe her müsste alles klappen. Okay. Wieder raus. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. So ist das. Gute Nacht. Schauen wir gleich mal von außen, wie es aussieht. Ah, Mezzomix. Lecker. Manchmal. Okay, jetzt schauen wir mal. Ja, das sieht natürlich jetzt noch nach nichts aus hier. So ein bisschen. Man kommt dann hier rein. Genau, hier kommen die Stufen hin, hatten wir gesagt. Natürlich bei allen drei Zugängen. Nein, ja. Hier kämen die Stufen dann natürlich auf diese, die. Da können wir doch hin. Ach, jetzt haben wir hier nichts. Na, egal. Hier kommen die Stufen dann innen hin. Genau hier. Zack, zack. Zap, zerab, zup, zurup. Und hier sozusagen, ne? Würde ich mal sagen, ja. Hier kommen die Stufen hier hin. Und bei der Oma Luise kommen sie, das kann sie sich aussuchen. Rechts und links. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wo wer wohnt. Das steht ja noch gar nicht so richtig fest. Das steht noch nicht fest. Hier kommt dann auf jeden Fall Boden rein, ne? Also Decke rein. Und hier ist dann die zweite Etage. Genau, so machen wir es. Ja, Freunde, 52 Minuten. Ich glaube, es reicht für einen langen Sonntag. Oder was meint ihr? Okay, der Grundriss steht. Der Grundriss steht sozusagen. Man könnte hier natürlich dann auch irgendwas Schickes machen. Das kommt alles noch, ne? So die schönen kleinen Feinheiten, die kommen alle noch. Zum Beispiel hier Fenster reinmachen und sowas, ne? Das kriegen wir alles noch hin. Und bis dahin sage ich erstmal. Gefällt mir das alles so? Man könnte hier offene Durchgänge machen. Irgendwie. Dass man hier nur so eine Art Flur macht. Hier auch so eine Art Flur macht. Wenn man jetzt sagen, wer würde. Man macht hier gar keine Wände rein. Diese hier, ne? Die beengen das Ganze so, habe ich so den Eindruck. Hier jetzt gar keine Wände reinmacht, sondern man würde dann einfach sagen, man macht hier jetzt den hier und dann den sozusagen, ne? Hätte man hier so einen schönen breiten Flur. Hier eine Treppe nach oben. Hier könnte man das ja auch zumachen. Zum Bleistift. So. Das können wir noch schön mit etwas schön versehen. Hier hat man dann so einen kleinen Abstellraum. Kann man einen Hund reinpacken oder sowas. Und hier hat man dann so Durchgänge in den großen Saal. Und zu den Privaträumen geht es dann sozusagen die Treppe hoch. Hier oben wären dann die Privaträume. Das wäre doch auch cool, oder? Ich glaube, das würde mir auch sehr gefallen. Hier kommt auf jeden Fall eine Wand rein. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, dann ist das ist nicht mehr hier. Hier kann keiner wohnen, ne? Hier kann keiner wohnen. Aber hier hat man dann ja den großen Raum sozusagen. Hier könnten wir ja zum Beispiel, hier hinten könnte ein schöner Kamin hin, dann in die Mitte so. Und hier könnte man, wenn man das hier machen würde, könnte man dann, sagen wir mal, rechts oder links die Treppe machen, meinetwegen rechter Hand. Hier so, ne? Hier die Treppe hin und hier den Durchgang hin. Wäre ja auch möglich. Eigentlich auch nicht schlecht. Hätte schon so ein gewisses Charisma, das Ganze. Das Gebäude dann insgesamt. Dadurch, dass es im Grunde für jeden der drei Elben
des Rates der 3M einen eigenen Zugang gibt, aber im Grunde alle in das gleiche Haus gehen, durch ihren eigenen Eingang. Wisst ihr? Sehr cool. Und natürlich auch das Haus betreten und verlassen. Okay, liebe Leute, ich sage mal von dieser Stelle, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ihr wisst schon, das, was ich am Anfang gesagt habe. Also, bis zum nächsten Mal und einen schönen Restsonntag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ganzen Zeit jetzt hier in Hundsgrab. Auf Wiedergesehen.